Also euer Stand ist jetzt ja mal ganz was anderes hier. Ich sehe hier Totenköpfe, Silber, bisschen rockig. Was ist denn das Besondere von eurer Marke? Ein junges Unternehmen aus München, auf den jungen Mann orientiert. Ja. Und mittlerweile haben wir ein Sortiment von über 300 Artikeln, aufgeteilt in 4 Kollektionen. Hier die Rockstar-Kollektion, die Beats of Rebellion, die Urban Street Styles und die Back-to-Business-Kollektion. Also für jeden was dabei. Okay. Und was ist so explizit eure Zielgruppe? In welcher Alterskategorie bewegen wir uns da? Ganz breit. Also wie gesagt, für jeden ist was dabei, aber zwischen 16 und 40 Jahren ist unsere engste Zielgruppe sozusagen. Und wo liegen wir da jetzt preislich? Zwischen 39 und 150 Euro circa. Jetzt sehe ich, haben Sie hier schon ein ganz besonderes Highlight liegen. Was hat es denn hier mit dem Armband auf sich? Dieses Highlight ist einer unserer Top-Seller. Es ist sehr hochwertig, sehr schwer. Aus der Rockstar-Kollektion auch, kommt sehr gut an. Ist auch im Vergleich zu anderen Marken jetzt nicht ganz so teuer. Also es kann sich noch jeder leisten. Ist aber trotzdem aufwendig. Das liegt jetzt im Laden, kostet dann ca. 119 Euro. Okay. Kann ich das als Frau jetzt auch tragen? Könnten Sie auch, aber ich glaube, das wäre dir ein bisschen zu groß. Ja, ist auf jeden Fall so. Wird aber gut ausschauen. Ein Stück weit rockig. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Was haben wir jetzt hier für ein Material? Was ist ja doch relativ leicht dafür, dass es so massiv ist. Genau. Edelstahl, alles was wir haben. Also die Metallteile sind alle aus Edelstahl. Ja. Echtleder, Halbedelsteinen. Und wenn es dann goldig wird, dann ist es mit 18 Karat IP vergoldet, also die höchste Qualität, die es im Edelstahlbereich so gibt. Wo sehen Sie sich so in den nächsten 5 Jahren? Wo geht's hin? International erfolgreich. Wir sind mittlerweile schon in Deutschland sehr erfolgreich. Wir sind bei Jubilä Christ, Zalando, Otto überall vertreten. Und so wollen wir international auch weitermachen. Ich darf mich an der Stelle bedanken. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Tag noch. Ja. Ciao.